Oh Mann. Oh oh, Spritze. Nochmal. Draufhalten. Glorreich. Nochmal Muni einstecken. Alles raus hier und den Tunnel der Liebe spielen. Er ist wichtig. Los, 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 los. Action. Warum hier die Lynchboxen? Ist doch nur theoretisch ein neues, sicherlich aber ein normales Event. Hier mit separater musikalischer Untermalung. Ein Remake, ein Remix vom Nuka-Cola-Thema. So 7 von 6 Laternenangaben. Sehr schön. Solide Technik. Ist das Netz noch da? Das ist beim letzten Mal verschwunden. Ja, tatsächlich. Ach, hier sind die Ballons drauf. Ist ja cool. Und die fallen dann runter. Wie schön. Und ich habe sie erstmal zerschossen. Ich wollte wissen, ob es geht. Repariere die Gleise. Ja, oben, ne? Unter anderem oben. Go, 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 go. Irgendwo müssen wir doch noch ein Gleis reparieren können. Weiter, schnell. Da, ich mach's ganz. Wir halten das aus. Also das reicht, ne? Also da reicht die Power von unserer Gewerkschaftsrüstung. Block. Weiter, hi. Naben. Cool. Weggemetzelt. Noch ein Gleis. Aber das ist das da, okay. Dann machen wir das eben ganz. Kriegen wir hier wieder 556er Munition? Nein. Hier wieder nur bedingt. Ist okay, die haben das wirklich geändert. Ich glaube, das steht bestimmt auch in den detaillierten Patch-Notes. Aber detailliert habe ich sie mir nicht angetan, sondern nur die Überschriften gecheckt. Reicht ja auch. Beim Rest lasse ich mich gerne überraschen. Kann man hier mitnehmen? Unterzieht Kram? Nee, geht nicht. Leider nicht. Leider nicht. Und dann die Hochzeit. Das letzte Mal war da eine legendäre Todeskralle. Und das wieder eine da vorne. Da will ich hin. Hey, 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 lass mich durch. Ich will zur Todeskralle. Ich will zur Todeskralle. Block, 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 block. Überfall. Yeah. Oh, die war legendary. Instant mutiert. Oh, wie effektreich. Aristokrat. Gräber, rechter Arm. Und die Haut, naja, wir brauchen sie nicht mehr. Aber irgendwer, wer die Opossum Badges effektiv spielt, der braucht sie. Wir haben da auch noch einiges offen. Das mischen wir bei Zeiten wieder alles unter. Und dann Convenience Tour. Ich möchte meinen Besucher-Tee wieder haben und die ganze Zeit durch die Gegend rennen können. Aber wir haben halt jetzt die schnelle AP-Taste, die schnelle AP-Buff-Taste mit dem Dosenkaffee. Das hat echt alles verändert. Weil oft braucht man natürlich extra AP nur für einen Zeitraum von ungefähr einer Minute. Glorreich, wirklich schön. Ich bin der Priester, okay? Ja. Wirklich schön, Mann. Dankeschön. Danke, danke, danke. Und das Netz ist wieder weg. Ein cooles Event. So viel Geraffel auf engem Raum. Wir können weitermachen. Schlinger, ne? Es sind nur noch die Schlinger. Einmal checken nochmal. Und dann, wobei, Botparade hier im Ashi. Sollten wir spielen für das wöchentliche Ziel. Hallo Modus Mensch, altes Haus. Ist hier schon einer? Nein. Starte die Kiste bitte. Wir haben die Fantastic nicht dabei. Müssen wir unbedingt wieder einpacken. Auch wenn das Tragekapazitäten kostet, aber wir haben ja die Gewerkschaftsrüstung. Da bekommen wir erweiterte Tragekapazitäten, wenn es komplett ist. So, dann machen wir das eben mit Klopperina. Kommt da noch einer? Oder sind wir wirklich auf uns alleine gestellt? Upsi. Kommt da noch einer? Werden wir sehen. Werden wir sehen. Aber Fäule. Beschütze die Roboter. 3 Minuten. Alles klar da hinten. Ich sehe sie doch schon. Mieses Punk. Wäre doch toll, wenn jetzt Schlinger angreifen würden. Ne? Aber nicht in diesem Gebiet. Die brauchen Feuchtigkeit. Ansonsten vertrocknen deren Kiemen oder so. Aber das sind ja Amphibien. Naja. Haben beides dann, ne? Lungen und Kiemen. Ist das nicht irgendwie so gewesen? Bin ich überfragt? Biologie 3-. Aber auch nur mit Glück. Glück und Sympathien zum Lehrer. Block. Alles cool. Wenigstens sind wir nicht alleine. Das könnte bedeuten, dass mehr Gegner kommen. Ich will doch schwer hoffen. Der war legendär. Legendärer Kram. 1 Sekunde.
Den lasse ich nicht liegen. Du warst das, ne? Nice, nice, nice. Und die Haarklammer bitte auch. Die war auch legendär. Besonders schnelles Schloss knacken. Na, und hoch hier bitte. Danke. Und, hä? Lohei. Amazing. Ja. Auch hier. Mehr Gegner bitte, Bethesda. Einfach viel mehr Gegner. Wenn das Spiel sieht, dass dieses Event von einem Spieler oder mehreren Spielern gespielt wird, die einen Level über, weiß ich nicht, 100, 150 haben, das würde doch wirklich einfach zu realisieren sein. Ja. Schön die Seite absichern. Machst du gut. Wunderbar. Glorreich. Amazing. Simply amazing. Okay, ich mach mal die Lampe an. Ja. Mhm. Die Mucke, ey. Wie im Whitespring Resort. Und schon sind wir zu dritt. Schön. Ja, weil sie alle die Airship-Regions-Event spielen wollen. Aber ich glaube, diese Kategorie an Missionen ist jetzt auch noch nicht so häufig dabei gewesen, oder? Bei den Score-Aufgaben. Also ja, ich habe es schon mal ähnlich gesehen gehabt, aber jedenfalls nicht sehr häufig. Oh, Motzkopf, Mensch. Wir waren auf Expedition. Hi, hi, hi. Wir sind ja auch noch im gleichen Team. Okay. Plonk, 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 plonk. Mhm, okay. Ich glaube, dafür ist auch die Musik da, ne? Damit man hier während der Wartezeit nicht wahnsinnig wird. Sind wir schon zu fünft hier. Wie gesagt, mehr Gegner. Mehr Gegner macht alles besser. Da lässt sich doch bestimmt irgendwas hier auf die grundlegende Gameplay-Mechanik raufpropfen, was registriert, wie viele Level hier quasi am Start sind. Einfach Level der Spieler im Umkreis des Events, also vielleicht sogar im Eventbereich, addieren und dann, wenn über 150 oder 300 oder so, dann los, Tore auf, lass die Gegner raus. Kommt vielleicht alles noch, ne? Bestimmt, noch ein legendärer. Alles klar, ich muss darüber. Hat er schon weggehauen, ne? Block, 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 da ist er. Gleisbolzen, nein, du bist das nicht. Wie bitte? Keinen legendären Loot für mich? Ich war nicht im Umkreis. Ich dachte sogar, ich hätte ihn erwischt. Aber Pustekuchen. Die restlichen Gegner eliminieren. Da hinten ist noch einer. Der versteckt sich. Der zuckt noch. Und boom, Schakalaka. Danke. Noch irgendwo einer? Ja, dann ist er in Ordnung. Hm. Cool. Amazing. Hatten wir schon, ne? Muss ich rausschneiden. Nicht so viele Wortwiederholungen. Alles hat seine Grenzen. Selbst für meine Verhältnisse war das zu viel. Aber jetzt Schlingen. Oh, warte mal. Stopp, Stürm und Säubert. Ebenfalls im Archiv. Nehmen wir das beste Event, wo gibt. Naja, nicht wirklich. Auch hier, mehr Gegner einfach. Und schon wäre alles halb so wild. Dann würde man das auch wieder häufiger spielen. Hi. Zack, 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 ihr Ratten. Cool. Brauchen wir eigentlich hier Kram? Irgendwas Spezielles? Ich glaube nicht. Plastik ist hier nicht drin, ne? Mm-mm. Denke nicht. Kann ich hier stehen bleiben oder sterbe ich dann? Bitte nicht. Und offensichtlich sind wir alle noch auf täglicher Operation. Aber das stimmt doch gar nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Das halte ich für ein Gerücht. Fake News. Team ist aber geändert worden. Auf zwanglos. Hier. Sind nur noch zwanglose Teams unterwegs. Plopp. Noch weiter nach oben. Warum eigentlich nicht, ne? Es geht ja. Wenn man will. Wie weit kommen wir nach oben ohne Jetpack? Hä? Ganz schön weit, ne? Übel. Das ist eine schöne Position. Hi. Nicht schlecht. Du bist auch hochgekommen, aber du hast ein Jetpack. Nicht runterfallen. Höher geht's hier nicht. Wir haben's probiert. Er ist auch wieder da. Hi. Motzkopf. Flop. Block. Moni haben wir aber noch genug, ne? Durch die Daily Ops und durch die Expedition, ne? 556er. Naja, 2170.
2000 ist jetzt auch nicht so super viel für Klopperie, ne? Aber plus minus null. Wir sind, glaube ich, mit um die 2000 losgedackelt. Nächste Öffnung in 20 Sekunden. Naja, wir brauchen halt gerade keine Ressourcen. Nicht so wirklich. Und ohne Ende stapeln können wir sie auch nicht. Weil wir haben nicht die Zerlegebox für Ressourcen. Also diese Schrottbox für Fallout First Mitglieder. Die haben ja jetzt auch noch, die Fallout First Mitglieder, haben jetzt auch noch eine Munikiste bekommen. Dass ebenfalls die Munition nicht ins Gewicht des Stashes fällt. Das ist schon hilfreich. Aber da würde dann auch für mich wieder ein Teilaspekt des Survivals verloren gehen. Also das regelmäßige, kontrollierte und bewusste Herstellen von Munition. Also wenn ich einfach immer jegliche Munition mitnehmen kann und die dann ständig in den Stash packe und dann theoretisch nie irgendwie Munitionsmangel erleide, ne, dann ist das da ein bisschen abgemildert, was den Survival-Aspekt angeht. Ich weiß nicht, es kann sehr hilfreich sein. Ich werde mir auch zum Ende dieser Season für einen Monat Fallout First holen, aber auch nur für die Premium-Belohnungen, weil da ist jetzt ordentlich was dazugekommen, was mir persönlich fürs Camp ganz gut gefallen würde. Aber nur für einen Monat. Und da könnte man dann natürlich, weil die Season auch vorbei ist, einen kleinen Vorrat anlegen an Ressourcen und Munition. Das wird wahrscheinlich mit der Schrottkiste dann ebenso sein, also mit der Munitionskiste so sein wie mit der Schrottkiste. Dass man dann zwar noch rausnehmen kann, aber nichts Neues mal reinpacken kann. Aber gut, geschafft ist geschafft. Noch ein Event. Nein. Okay, der Rest erledigt sich hier von selbst. Doch mal Schlingerlagune checken, aber da ist gerade einer. Die Chance ist sehr gering. Nein, alles tot. Wie vermutet, dann eben Serverwechsel. Und bis zum nächsten Mal mache ich mich schlau, wo wir eventuell noch mehr Schlinger hätten finden können. Wow, diesmal gleich beim ersten Mal. Wie schön. Mäht sie nieder. Er ist unverwundbar, ne? Ist ein bisschen komisch jetzt, ne? Block, block, block. Oh, die sind aber stark heute. Bin ich im richtigen Loadout? Ja, bin ich. Zack. Zerlegt. 2 von 3. Und den letzten bitte. Eventuell andere Schlinger lasse ich jetzt am Leben. Und zurück bitte ins Camp. Weil wir hier Dinge zu erledigen haben. Wichtige Dinge. Wie zum Beispiel erstmal hier klingeln. Maul, wo bist du? Was kannst du eigentlich, Maul? Das habe ich bisher noch gar nicht rausgefunden. Hast du auch zufällig einen Buff oder so? Oder kannst du handeln? Wo bist du denn? Du bist schon wieder ganz woanders. Ich höre dich aber. Ich kann dich nicht sehen. Oh, das Rad. Da müssen wir mitmachen. Meistgesucht müsste ich eigentlich noch spielen. Aber es ist ja heute schon nach 18 Uhr. Das ist gut. Denn das bedeutet, wir haben nachher nochmal die Chance. Meistgesucht ist heute das Nuka World on Tour Event des Tages. Und irgendwer hat schon wieder die Vorhänge offen gelassen. Bin ich noch Intelligenz gebufft? Zufällig. Effekte, zeig mal. Das lange, sehr gut ausgeruht. Naja, plus 100%. Das reicht mir. Dann noch intelligentes Glücksspiel. Können wir noch was verticken vielleicht? Und dann das Rad, so früh wie möglich. Also jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, hier, zartes Händchen. Ist nicht ganz so meins, ne? Und für die Sammlung, da haben wir zu wenig Platz. Buhu-Maschine anschmeißen. Sind die Lampen hier wieder aus? Ja, irgendwer hat meine Bilder ausgemacht. Tatsächlich, was für eine Frechheit. Ich war vorhin ein bisschen online, aber AFK wegen des Ladens. Haben wir Kohle gemacht? Naja, bedingt. Oh Mensch, alles ist aus. Aber wirklich alles, ne? Außer die Disco-Kugel. Vorsichtig. Ja, gut, danke sehr. Da war aber jemand sehr gründlich, sehr, sehr gründlich. Die Lampe hatte auch ausgemacht. Wie gut, Mensch. Das ist also beeindruckend. Ärgerlich, sicherlich, ne? Aber muss man auch respektieren, dass da jemand sich wirklich Mühe gegeben hat. Gut, die hat er jetzt übersehen gehabt, ne? Die Dinger hier sind noch an. Ja. Gilt noch als an. Wunderbar. Alles cool. Ja. Los geht's. Das Rad. Muni haben wir noch genug. Kaffee. Team. Zuckerbomben. Geht gleich los. Gleich ist die Action wieder. Aber so richtig pralle Team. Team, ja. Und ich glaube, ich habe schlechte Neuigkeiten bezüglich des freien Kamera-Events. Irgendwie wurde den einen Tag das nicht so richtig gezählt.
Wir haben es jetzt Montag nach 18 Uhr. Das möchte ich eigentlich nicht mehr so oft sagen. Der Immersion wegen. Und das bedeutet, wir haben nur noch einmal die Möglichkeit, das freie Kamera-Event zu spielen. Also eine freie Kamera-Challenge. Und das ist doch die letzte Möglichkeit, ne? Morgen nach 18 Uhr bekommen wir doch komplett neue wöchentliche Ziele. Ich glaube, es ist durch. Es ist sehr, sehr schade. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Sehr schade um das Ferienhaus. Ich hätte mich sehr gefreut. Aber gut, wir haben ja noch andere wichtige Dinge zu bauen, wie zum Beispiel den mutierten Goldfisch. Aber jetzt erstmal das Rad. Dann haben wir auch noch andere Dinge zu erledigen. Oh, legendär, ne? Ja, die waren legendär. Das war bestimmt eine coole Runde. Ich bin viel zu spät, ne? Kann das sein, dass das hier ein sehr kurzes Event ist? Der Anzeigefehler. Ich bin dran, aber Perk Loadout Manager hat bisher noch kein Update bekommen. Also ich habe gestern das letzte Mal geguckt. Kriegen wir alles hin. Alles schön verteidigen. Und was ist? Oh, richtig Remi Demi. Remi Demi Gegner. Vielleicht Drogen. Vielleicht auch Kaffee. Sicher ist sicher. Hallöchen. Ach, come on, ey. Wow. Wir können die Gegner schon so ein bisschen kräftiger gestalten. Aber die sind gut besucht, die Events. Gerade zum Anfang der Season. Da muss man schon auf Zack sein, um hier den ein oder anderen Gegner zu erwischen. Solange wir Nuka-Cola-Punkte bekommen, ist alles gut. Gut gedreht, Mensch. Gut gedreht. Ping, 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 ping. Das kenne ich noch nicht. Brahmis umstoßen. Ach ja, doch, das kennen wir schon. Ich möchte auch mal einen Brahmin umstoßen. Wo sind sie? Schubsen, schubsen, schubsen. Wo spawnen sie denn jetzt? Ja, machen wir. Da hinten. Einfach nur eh, ne? Ich glaube, die fliegen dann einfach weg. Ich habe gerade ganz kurz eins fliegen gesehen. Beim nächsten Mal, ne? Wir sind ja aktiv. Die ganze Season lang. Auch unser Rad-Event wird irgendwann kommen. Gut. Dann rennen wir hier einfach weiter rum. Es ist wieder Zeit, Leute! Reden vor und oh, warte mal. Das ist ja das Schlimmste, oder? Ist das das Schlimmste gewesen? Das große Blaue mit den toten Köpfen? Sagt mir doch gar nichts. Ich bin noch ganz neu hier. Monster von Grafton, jetzt! Ich habe mitgemacht. Ich will auch Loot. Ja, Legacy-Weapon sind noch nicht hier. Noch nicht rausgepatcht. Kommt noch. Mit einem späteren Update. Aber das könnte auch eine normale gewesen sein. Jetzt! Alles cool. Alles im grünen Bereich. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Öl, naja, gut. Da haben wir schon mal Mangel gehabt. Dankeschön, Nuka-Cola-Punkte. Ich muss auch ein Bild hier schießen. Im Kameramodus oder einfach so. Hier. Reicht das? Na klar reicht das. Schöni. Aber da steht jetzt, also da stand jetzt gerade nicht, wie viele Nuka-Punkte wir bekommen haben. Vielleicht gucken wir einfach mal beim Preisautomaten. Vielleicht können wir uns ja den nächsten Durstlöscher gönnen. Den nächsten Durstkiller. Bauplan Grubenhauhandschuh. Brauche ich nicht. Hier könnte man auch Dinge verdienen. Aber ich glaube nicht so super effektiv. Oder? Ein Kronkorken und dann schießen oder was? Gilt das? Da sind keine anderen Spieler. Hm, weiß ich nicht. Schieße auf das Ziel, um schneller zu werden. Ich schieße doch schon. Ach so, okay, alles klar. Go, 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 go. Das hatten wir noch nie gespielt gehabt. Da drüben ist bestimmt Entchen schießen oder so. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen. Wie viel haben wir gewonnen? Reicht doch, oder? Ich war als Erster drin, ne? Vor den ganzen anderen Flaschen hier. 300 Punkte, ja, ja. Und hier noch bitte. Das kennen wir auch noch nicht. Auf die Ziele schießen, habe ich mir fast gedacht. Aber manuell. Wie in einem richtigen Shooter. Komm schon, los! In der Hocke, wegen Schleichboni? Nee, glaube ich nicht. Hätte er sein können. Zack, Block. Und Block, das wird bestimmt noch richtig herausfordernd. Das ist gut.
Das bringt viele Punkte. Es sah besonders aus. Es war ein Stern. Zack. Ja, los. Es gibt bestimmt auch richtig. Darf ich das auch abschießen? Gilt das auch? Zack. Zack. Das Schweinchen. Oder gibt das Minuspunkte, das Schweinchen? Ich hoffe nicht. Was ist mit der Cola? Weiß ich nicht. Ich kann da oben jetzt rechts nicht mitlesen. Das brauche ich meine komplette Aufmerksamkeit. Aber wirklich, rote Ente. Das ist der Boss gewesen, oder? Zack, zack. Jetzt geht's richtig ab hier. Durchladen, schnell. Oh, 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 oh. Müssen wir jedes Ziel erwischen? Block, block, block. 455. Ach, das ist abhängig von den Punkten, die wir hier erreichen. Großartig. Nukatastic Prizes. Ja, den Durstlöscher, den will ich ja haben. Grüße dich, mein Freund. Hallo. Durstlöscher, den wollen wir jetzt. Wegen des Planes. Zwei Stück können wir uns kaufen. Aber einen nach dem anderen. Weil eventuell haben wir ja Glück, ne? Zerlege Loadout. Und rüber. Ist ja egal, welche Bank, ne? Verwerten. Erstmal den Schrott und dann den Durstlöscher. Floppdiebo. Nein. Hätte ja klappen können. Nochmal bitte. Noch ein. Wir können uns noch einen leisten. Die Punkte haben wir uns jetzt wirklich verdient. Die drei bitte. Durstkiller. Floppdiebo. Und schon sind wir wieder pleite. Aber nur Nuka-Cola-Point technisch. Floppdiebo. Wir sind noch im Zerlege-Loadout. Lieber double-checken. Und den Durstlöscher. Vielleicht morgen oder nachher. Wir kriegen ja bestimmt auch ein paar Punkte. Das ist sehr komisch. Das arme Brami, wir haben es doch nur umgeschmissen. Niemand hat von Töten geredet. Niemand. Gut, weiter. Wichtige Dinge. Mais gesucht. Liegt nicht in unserem Einflussbereich. Tägliche Operation. Was ist denn heute überhaupt? Nur mal kurz gucken. Tödliche Rüstungsdurchdringung und explodiert beim Tod. Also alles andere als eine Daily Orb. Ja. Alles andere als eine Bloody Ops, meine ich natürlich. Und trotzdem wollen wir hier die Chance, naja, wir wollen trotzdem hier den freien Kameramodus, soweit es uns möglich ist, zu Ende spielen. Bei uns im Camp, wir müssen 5 Lichtquellen aufbauen, das kriegen wir hin. Ich bin auch ehrlich, das nagt ein bisschen an mir, dass wir das Ferienhaus nicht mehr bekommen können. Aber naja, so ist das halt manchmal im Leben, ne? Also einmal wurde es nicht richtig getrackt. Freier Kameramodus. Und dann, oh, vorsichtig. Oh, wir können sogar automatisch fliegen im freien Kameramodus, wenn wir X drücken. Ist ja hier wie eine Flugsimulation. Wie gut. Frameshift. So weiter. Licht. Licht, bitte. Lichter. Irgendwas, was wir ganz häufig bauen können. Gibt es hier irgendwas ohne Kupfer? Ja, eigentlich schon. Die Kerzen, ne? Wo haben sich die Kerzen versteckt? Da sind die Kerzen. Glas, Stoff, Öl. Naja, Öl haben wir jetzt auch nicht so viel, ne? Und vorsichtig, nicht, dass wir das später nicht mehr abreißen können. Flop! Budget der Werkstatt. Was? Wie bitte? Das ist doch nicht wahr. Haben wir noch irgendwas gelagert? Kann das sein? Gelagert? Ja, tatsächlich. Was ist denn da los? Alles zerschroten, bitte. Egal, wo es herkommt. Flop, die Wurm. Ist das noch bei kürzlich jetzt? Ja, Kerze ist noch bei kürzlich. Flop! Danke sehr. Kriegen wir auch noch eine zweite gebaut? Das gibt's ja nicht. Das Wunder der Technik. Zerlegen, zerlegen und noch welche bauen bitte. Flup, flup. Zerlegen, zerlegen. Und last but not least. Zumindest die Staatsanleihen haben wir bekommen. Ist doch auch schon mal was wert. Und was ist eigentlich der mutierte Goldfisch? Ist das überhaupt irgendwas, was man im Camp bauen kann? Ja, du bist eine gute Kuh. Dich würden wir nie umschubsen. Geht ja auch nicht. Glücklicherweise. Mutierter Goldfisch. Und den Teppich, den baue ich jetzt einfach mal. Passt der vielleicht hier noch hin? So in den Gang. Also rein stylisch. Würde ja schon gut passen. Ja, es geht tatsächlich. So halbwegs mittig. Katsching, wie gut, Mensch. Ein Sternenteppich. Oh, warte mal. Können wir hier nicht vielleicht einen durchgezogenen Gang machen aus Sternen? Bis zur Kante. Können wir machen, ne? Dann versetzen wir den lieber mal. Wir orientieren uns an den Fliesen. So bis
Naja, das sieht jetzt doof aus mit der Strebe. Dann bis zur Strebe. Und nicht darüber hinaus. Und auch im zweiten. Das ist zu viel, das Gute, ne? Nee, doch nicht. Wir hatten den Winkel nicht getroffen. Der Winkel entscheidet über alles. Und jetzt Stern auf Stern. Geht das? Ist in Ordnung, ne? Das ist die Anlegekante. Die hohe Kante, ne? Ist schon wichtig, dass man sich auf die hohe Kante was legt. Du wirst immer in Erinnerung bleiben, okay? Und jetzt hier nochmal rüber, oder schwebt das jetzt darüber? Das Teppichlein. Ist in Ordnung. Ich habe damit keine Probleme, solange hier das Ding durchgezogen ist. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ausgezeichnet. Aber wenn der mutierte Goldfisch... Entschuldigung, meine Güte. Das ist die Heizluft. Macht mich fertig. Ich bin Allergiker. Wenn der mutierte Goldfisch hier baubar wäre, dann wäre der jetzt hier drinne. Ich glaube, der mutierte Goldfisch ist ein Anhänger oder so. Bin mir aber nicht sicher. Aber wenn wir schon mal hier unten sind, können wir uns ja schon mal Richtung Daily Ops vorbereiten. Aber nur strahlungstechnisch, okay? Also hier auf den Entstrahlethron, bitte. Fluppdiwupp. Einmal die ganze Energie wiederherstellen. Ich finde das so cool, dass man hier, obwohl man sitzt, trotzdem solide entstrahlen kann. Ist auch viel entspannter, ne? Reicht? Ja, reicht, ne? Klasse, wunderbar. Wir sind alle sehr begeistert. Wir gehen natürlich mit einem anderen Sturmgewehr in diese Daily Ops. Aber ich glaube, die passt doch in die Tasche, ne? Wir packen ein Pfandeklöppchen. Und Pfandeklopp wollen wir ja auch noch verkaufen. Stimmt. Da müsste ich jetzt aber noch mal ganz kurz nachgucken, was Pfandeklopp wert wäre. Schöne Teddys, Mensch. Das war eine Plackerei. Aber es hat sich gelohnt. Vielleicht fassen wir die alle noch mal ein bisschen zusammen, die Vitrinen. Und dann holen wir uns noch die kaputte Puppe und so. Ein bisschen mehr an Spielzeug. 8 Sachen kriegen wir bestimmt zusammen, die man jetzt nicht so super häufig sieht. Aber eins nach dem anderen, ne? Noch ist die Season frisch. Das können wir auch später machen. Erstmal wieder raus. Wow, und plötzlich The Pit. Verkaufstour machen wir später. Pfandeklopp kann später verkauft werden. In die Rüstung und rüber, bitte. Ich hoffe, es sind die Gewerkschaftsbeiträge, aber werden wir ja gleich sehen. Bevor wir die Schnellreise angehen. Zack. R. Und dann beitreten. Es sind die Gewerkschaftsbeiträge. Nice. Und wir sind schon mittendrin. Aber ich habe das falsche Sturmgewehr auf der 3. Wir nehmen natürlich Pfandeklöppchen wegen Full Health und so. Vierfach, ich grüße dich. Hallo. Yeah. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir sind am Start. Und falls uns die AP ausgehen, Kaffee, Kaffee Olé, den ganzen Schlund voll mit Espresso, zack, zack, geht aber alles, ne, wir haben ja verringerte Wetzkosten, zack, Reach and Clear, ausgezeichnet, und das sind, okay, das ist das Mittelschnelle, ne, am langsamsten geht das mit dem Saboteur, gefühlt, am schnellsten das mit diesen drei dicken Bossen hier im Anfangsgebiet. Na, wo seid ihr denn? Ihr Schlingel, ihr! Wir mähen euch alle nieder. Oh, sehr gut. Ausgezeichnet. War das ein Paniksprung? Das kenne ich. Das kenne ich. Man will den Crit auslösen, aber man springt, weil das Ziel irgendwie, keine Ahnung, tot ist oder so. Boom! Oh, meine Güte, ey. Verringerte Wetzkosten ist schon sehr cool. Kann man schon sehr gut was mit anfangen. Eins nach dem anderen. Ich habe sie gehört, sie kommen von hier. Sag ich doch, von hier. Der ganze Batzen. Das kann hier brennen, ne? Look. Nice. Und schon fliegen hier die Leichen durch die Gegend. Die toten Fanatiker. Hey, hey. Ich sehe ihn nicht. Und ich kann den Sprung nicht abkürzen, weil kein Jetpack. Ein weiterer glorreicher Vorteil fürs Jetpack. Man kann die Sprünge, die mutierten Sprünge durch die Beutelrate ein gutes Stückchen abkürzen. Man kann es einfach besser kalkulieren und justieren, wie hoch man springen möchte. Es gibt ja noch diesen Bleichampagner, aber das ist ja auch wieder statisch.
Ich mache sowas ganz gerne dynamisch. Na, flop. Und da unten noch. Hier. Weg mit euch. Oh mein Gott. Also das ist schon prächtig. Wie viel wir schießen können hier. Mit Pfandeklöppchen. Lock. Höhere Stufe haben wir auch schon fertig. Meine Güte. Da war das Ziel gerade nicht anvisiert. Übel. Geht ja ganz schnell hier. Wenn er dann rüber geht zu The Penicipit, gucken wir schon mal nach den Stahlbarren. Denn wir sind ein Team. Und Teamwork geht vor Sicherheit. Noch ein kleines Fitzelchen. Das Finale der ersten Phase hier in The Pit. Okay. Das Piepen ignorieren wir jetzt. Das ist meine Waschmaschine. Hygienewaschprogramm. Der Hygiene wegen. Allergene und so. Hört gleich auf. Nach 7 Minuten oder so. Ellie, kannst du mal ganz kurz die Waschmaschine ausmachen? Ignoriert mich schon wieder. Okay, Stahlbarren. Die üblichen Verdächtigen. Bus. Na, runter hier. Bus. Haben wir Glück? Ja, wir haben Glück. Stahl für alle. Vordach. Warte mal, stopp. Auto noch vorher. Das Auto ist ja auch hier gleich um die Ecke. Kann ich hier runterfallen? Dankeschön. Ja, oh Mann. Ist ja irre, ey. Was wir ein Schwein haben hier gerade. Hier drin auch. Regal. Hier bin ich mir gerade nicht so sicher. No. Oder vielleicht hier noch. In der Küche. Weg mit euch. Nein, leider nicht. Aber okay. Oh, 3 von 5. Wir haben die Quote erfüllt. Also meine ganz persönliche Quote. Ist in Ordnung. Kriegen wir hin.